Grüß Gott, was ist eigentlich aus unserer Dialogkultur geworden, unserer Streitkultur in unserer Gesellschaft, aber auch in der Kirche? Aber schauen wir mal auf die Gesellschaft. Dort gibt es Gegensätze, dort gibt es offensichtlich so etwas wie eine neue Apartheid, ein Gegeneinander, das produziert wird und von manchen auch kultiviert wird. Wir sehen es ganz besonders drastisch in der Debatte um die Impfung. Da gibt es Menschen, die gute Gründe für sich nennen und sagen, ich lasse mich impfen. Auch zum dritten und vierten Mal. Und da gibt es Menschen, die sagen, nein, ich habe noch große Fragezeichen. Und ich weiß nicht, was in diesem Impfstoff drin ist und wie er wirkt und welche Langzeitfolgen er haben wird, weil man das ja auch noch nicht wissen kann. Die werden gerne beschimpft von denen, die sich gerne impfen lassen. Und sie werden gerne auch diskriminiert und diskreditiert, aber auch umgekehrt passiert so etwas. Nicht nur ich erlebe es immer wieder, dass wenn man Fragen stellt, einfach nur Fragen stellt, dass dann gleich mit der Keule der Diskriminierung hantiert wird von der anderen Seite. Und das ist nicht gut. Denn Fragen sind der Eingang und die Vorbedingung zur Aufklärung. Und wenn wir uns nicht gegenseitig helfen, Wissen zu vermehren und daraus Bildung werden zu lassen, uns gegenseitig aufzuklären und wissen dürfen und wissen wollen, worum es wirklich geht, dann werden wir auch die Freiheit verlieren. Und ich sage es ganz deutlich, so wenig man diejenigen, die kritisch gegenüber der Impfung stehen, diskreditieren darf und sie als Impfleugner bezeichnet oder sonst noch etwas, so wenig sollte man umgekehrt diejenigen, die für die Impfung sind, Impffetischisten schimpfen. Das geht auch nicht. Aber wir brauchen ein neues Gesprächsmiteinander. Und wer die Fragen nicht zulässt und wer nicht zulässt, dass man überhaupt Fragen stellt und wer sofort diskreditiert, wer sofort diejenigen, die fragen wollen und wissen wollen, wer sofort diese Menschen in eine Ecke schiebt oder aus dem Diskurs rauskatapultiert, da drängt sich schon der Verdacht auf, wovor haben diese Menschen dann Angst? Was wollen sie eventuell verbergen? Als Historiker bin ich da immer unglaublich aufmerksam in solchen Situationen, weil ich bin der Ansicht, wir dürfen und müssen fragen dürfen. Und wir müssen uns gegenseitig respektieren. Das Lebensrecht und die Humanität gehen ohne Fragen und Respekt nicht. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir neu lernen in unserer Gesellschaft, miteinander zu reden. Wir brauchen eine neue Dialog- und Streitkultur. Oder aber wir verlieren die Freiheit und die Demokratie. Ihr Martin Lohmann. Punktgenau, jeden Freitag auf diesem Kanal. Den kann man abonnieren, liken, weiterleiten, empfehlen. Ich sage Danke.